Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Champignons wie auf dem Weihnachtsmarkt vorstellen. Und zwar will ich die heute mal versuchen im Opti-Grill und parallel in der Actifry. Mal schauen, ob beide Geräte das hinkriegen und welches von beiden das besser macht. Dazu gibt es bei mir nicht die übliche Knoblauchsoße, weil viele Menschen die nicht mögen. Ich biete euch heute mal an meine selbstgemachte Sour Cream, mindestens genauso lecker zu den Champignons. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Zutaten liegen alle bereit, die ich hier für meine Champignons wie vom Weihnachtsmarkt brauche. Das Rezept ist ja, ich mache meine Champignons wie auf dem Weihnachtsmarkt oder auf der Kirmes heute mal nicht mit Knoblauchsoße, weil doch viele Menschen Knoblauch nicht vertragen und gerne eine andere Soße hätten. Und heute mache ich mal Sour Cream, und zwar Sour Cream Light, und das passt wirklich gut dazu. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Champignons. Da ich ja hier gleich in der Challenge auf zwei verschiedenen Maschinen arbeite, nämlich am Opti-Grill und in der Actifry, habe ich hier 1 Kilo Pilze, aber das Rezept ist ursprünglich eben für 500 Gramm. Dann kommt in meine Pilzpfanne hier nochmal eine Zwiebel rein, eine kleine Zwiebel, also pro 500 Gramm eine. Und dann habe ich hier nochmal Gewürze für die Pilze. Und zwar gebe ich in meine Weihnachtspilzpfanne hier geräuchertes Paprikapulver. Das passt sehr gut. Wenn ihr das nicht bekommt, nicht schlimm, dann nehmt ihr einfach Paprika-Rosenscharf, aber das Geräucherte gibt eben dem Ganzen nochmal so ein bisschen rustikaleren Geschmack, das passt gut. Dann kommt bei mir hier dazu noch italienische Kräuter. Da passen tatsächlich die getrockneten Kräuter besser. Man kann natürlich frische Petersilie nehmen, frischen Schnittlauch, was ihr gerne mögt, aber bei solchen Gerichten, bei solchen Pfannengerichten sind getrocknete Kräuter in der Regel aromatischer, und deswegen nehme ich die auch hier. Und natürlich kommt dazu nochmal ein halber Teelöffel Salz hier. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Das zunächst mal zur Pilzpfanne, zu den eigentlichen Pilzen. Meine Soße, meine Sour Cream Light, besteht hier tatsächlich nur aus Light-Produkten, also wirklich sehr, sehr fettarm. Maximal, glaube ich, 15%. Bei mir kommt rein hier eine Light-Mayonnaise, die ich immer ganz gerne nehme. Ihr könnt natürlich jedes andere Produkt auch nehmen, aber die ist eben sehr angenehm im Geschmack, finde ich, und hat wirklich wenig Fett. Dann kommt rein Speisequark, natürlich Magerstufe. Dann kommt rein saure Sahne, ein Becher, immer alles hier Standardverpackung von der Größe her. Und es kommt nochmal rein Creme Fraiche, auch hier nochmal eine fettreduzierte Variante hier mit auch 200 Gramm, also 200 Gramm, 200 Gramm und 250 hier die Standardgröße. Das Ganze muss man wirklich sehr, sehr einfach nur zusammenrühren. Bei mir kommen jetzt in meine Cream Light hier, meine Sour Cream Light, noch Petersilie rein, die ich noch ein bisschen hacken werde gleich, und Schnittlauch in kleinen Röllchen. Das Ganze schmecke ich dann ab mit dem Saft einer halben Zitrone und Pfeffer und Salz. Und das Ganze wird dann zu den Champignons gereicht. Ja, so viel zunächst mal zu den Zutaten, die wir brauchen. Und dann kann ich loslegen. So, ich habe jetzt hier in meinem Rührtopf schon mal 200 Gramm der Light-Mayonnaise, und das Ganze mische ich jetzt noch mit dem Quark und den anderen Zutaten. Was jetzt noch dazu kommt, ist Petersilie und Schnittlauch. Geben noch den Saft einer halben Zitrone dazu. So, das Ganze wird jetzt nur mit Pfeffer und Salz gewürzt. Salz ordentlich, da ist sonst nichts dran, und die Milchprodukte vertragen auch ordentlich Salz und natürlich auch Pfeffer. Und
Und dann schlage ich das Ganze jetzt nur durch, das Ganze jetzt nur mit dem Schneebesen mit der Hand auf. Und wir nehmen das jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann können wir uns mit den Pilzen beschäftigen. So, meine Pilze habe ich jetzt ein bisschen geputzt mit einem feuchten Tuch. Das reicht vollkommen, also nicht ins Wasser schmeißen, weil sie dann wirklich verwässern und zu viele Nährstoffe noch verlieren. Ich habe wirklich nur ein feuchtes Tuch genommen. Wenn ihr eine Pilzbürste habt, ich besitze sowas nicht, dann umso besser. Aber ansonsten muss man wirklich bei solchen Kulturpilzen nicht mehr viel tun. Ich schneide nicht die Stängel raus, wie viele das machen. Ich verstehe das auch nicht. Das ist jetzt bestenfalls ein optisches Problem, das muss nicht sein. Der Stängel schmeckt übrigens auch noch mal ein bisschen anders und er ist fester als der restliche Pilz. Also ich lasse den drin. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich beseitige jetzt ein bisschen hier oben diese Schnittstellen. Das ist aber auch schon alles. Und ansonsten schneide ich den Pilz jetzt in mundgerechte Stücke, denn ich hatte eben heute das Problem, dass ich relativ große Pilze nur gekriegt habe. Und deswegen nehme ich jetzt solche Stücke, die man dann auch gut mit der Gabel, mit dem Löffel gleich aufnehmen kann, wo man eben auch gut dann die Soße mitmischen kann, dass man nicht so einen Riesenpilz hinterher im Mund hat. Aber mehr mache ich nicht. Die großen Pilze hier, die mittleren Pilze, na, da mache ich ja so Viertel, dass man die wirklich hinterher gut nehmen kann. Aber viel kleiner müsst ihr die auch nicht machen. Die sollen eben nur mundgerecht sein, aber jetzt auch nicht so ganz klein. Und so behandle ich jetzt alle Pilze, bis wir einmal durch sind. So, das war's auch schon. Meine Pilze sind fertig. Und ihr seht, ich habe sie so, hoffe ich, halbwegs in homogene Stücke geschnitten. Ungefähr gleich groß alle. Und ich habe eben die Stängel nicht rausgeschnitten. Und das ist alles, was ich jetzt an Abfall habe von den Pilzen. Selbst das könnte man jetzt noch in eine Gemüsesuppe schmeißen, aber man muss nicht übertreiben. Aber die Stängel muss man nicht rausschneiden. So, Zwiebeln fertig gepellt. Und erinnert euch, ich mache hier gleich eine Challenge. Das heißt, ich brauche hier alles zweimal, ne? 500 Gramm, die teile ich gleich auf. Und ich brauche natürlich auch zweimal gleich die Gewürze. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Und deswegen verteile ich jetzt auch die Zwiebeln auf zwei verschiedene Gefäße hier. Ich möchte keine kleinen Würfel haben, weil Würfel relativ schnell verbrennen. Deswegen werde ich die Zwiebel jetzt nur in dünne Streifen schneiden. Ich habe die Pilze jetzt hier aufgeteilt, jeweils auf die Hälfte. Dann habe ich für beide Geräte die identische Gewürzmischung gemacht und für beide Geräte, ihr habt es gesehen, jeweils eine kleine Zwiebel gepellt und in dünne Streifen geschnitten. Und habe ich vorne nicht gesagt, steht aber im Rezept drin. Jetzt brauchen wir natürlich zum Anbraten der Pilze entweder noch ein bisschen Pflanzenöl. Ich habe hier Sesamöl, was immer gut harmoniert, finde ich, mit den braunen Pilzen, die auch ein bisschen kräftiger im Geschmack sind. Im Rezept habe ich Butter geschrieben. Ich finde, Butter passt auch mehr sehr gut. Wer das alles nicht mag, nimmt irgendein Pflanzenöl. Beide Geräte sind aufgebaut. Ich wollte ja heute mal den Test machen, ob mit beiden die Champignons hier auf dem Weihnachtsmarkt funktionieren. Keine Ahnung, ich teste es heute mit euch aus. Ich weiß es auch noch nicht. Opti-Grill kennt ihr, habe ich schon länger. Eines meiner Lieblingsgeräte, mit dem ich wirklich viel mache. Möchte ich auch nicht mehr missen. Der Opti-Grill natürlich jetzt hier mit der Backschale, mit der Baking und Snacking, Snacking und Baking, muss ich jetzt mal nachgucken. Also mit der Schale jedenfalls hier, die ja wie eine Pfanne funktioniert. Da sollte das eigentlich gut klappen, meine Erwartung. Auf der Seite hier die Tefal Actifry 2 in 1, 2 in 1. Wir brauchen natürlich jetzt hier bei der Actifry die Gerätplatte nicht. Die können wir rausnehmen. Aber bei der Actifry verspreche ich mir dann vielleicht einen Vorteil für die Champignons, weil die Actifry bekanntlich hier den Dreharm hat und die Pilze bewegt. Das muss man natürlich jetzt hier beim Opti-Grill mit der Hand machen, aber das müsste die eigentlich automatisch machen. Ansonsten schauen wir mal, wie die beiden Geräte sich schlagen. Ich fange mal an mit dem Opti-Grill und den heize ich an manuell.
Maximalstufe hier rot. Kann wieder schlecht erkennen im Kameralicht, also rot. Und warte jetzt mal, bis er sich meldet, denn die Chance würde ich ihm geben. Bei der Tefal Actifry müssen wir das eigentlich nicht. Da könnte ich die Pilze auch schon reintun, dann können wir schon loslegen. Das machen wir auch schon mal. Das heißt, ich fülle die Pilze ein. Die Zwiebeln kommen dann erst so nach 5 Minuten, 7, 8 Minuten rein. Und ihr seht, boah, das füllt hier die Actifry auch ganz gut aus. Jetzt gebe ich hier, wie es ja auch sonst vorgesehen ist, bei der Actifry das Öl hier oben auf die Pilze. Und da können wir die Actifry auch schon mal anschalten, dann kann die parallel hier arbeiten. Und da gibt es ja nur eine Stufe. Und ich stelle jetzt mal ein hier 30 Minuten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen lang, aber er muss noch vorheizen hier. Machen wir 30 Minuten, abbrechen können wir immer noch. 30 Minuten und auf geht's. So, ich beschleunige das Ganze jetzt hier mal ein bisschen. Man sieht auf der rechten Seite, die Actifry rührt gut, rührt die Pilze hier, bewegt die Pilze. Mehr kann man noch nicht sehen. Und der Opti-Grill heizt noch, ist aber jetzt auch soweit. Öl rein, Pilze rein und jetzt noch mal ein bisschen rühren, damit alles mit dem Öl benetzt ist. Und dann geht auch erstmal wieder der Deckel runter. Und auf der rechten Seite hier sieht man, ist jetzt die Actifry auch so langsam soweit, kriegt jetzt ihre Zwiebeln und weiter geht's. Aber der Opti-Grill holt auf, ist jetzt auch gleich soweit. Eine Minute später kriegt jetzt auch seine Zwiebeln, die gehen jetzt auch rein, nochmal alles wird gemischt und dann ist auch der Opti-Grill erstmal wieder soweit. Deckel runter und ein paar Minuten später packe ich noch mein Stäbchen hier rein, damit die Feuchtigkeit abziehen kann. Sehen wir, ist dann auch hier die Actifry soweit. Die schiebt jetzt die Pilze nur noch um die Kurve, also mischt sie überhaupt nicht mehr, kriegt jetzt die Gewürze und weiter geht's. Wir sind auf den letzten Metern und jetzt kriegt auch hier der Opti-Grill die Gewürze gut gemischt. Riecht schon alles sehr lecker, sieht deutlich frischer und feuchter aus hier. Und nochmal Deckel runter für den Endspurt und dann sind wir auch soweit. Ja, beide Geräte sind aus. Wie lange haben wir gebraucht? Insgesamt knapp 21 Minuten, also knapp 10 Minuten. Ich hatte ihn ja auf eine halbe Stunde gestellt hier und dann den Opti-Grill vorgeheizt. Also gute 20 Minuten hat alles gedauert. Das geht nur wirklich schnell, da kann man nicht meckern. Ja, dann wollen wir probieren. Ich fange mal an mit der Actifry. Na, ihr seht, das ist im Verhältnis zum Opti-Grill dunkler. Hier ist es ein bisschen ausgekühlt, also von daher ist auch beides geworden. Ja, Actifry hier, die Pilze haben tatsächlich noch eine Konsistenz, sind also nicht matschig. Schauen wir mal. Ja, lecker, würzig. Pilze sind so ein bisschen, man sieht es auch hier an der Oberfläche, ein bisschen niedrig geworden, aber mit den Zwiebeln zusammen und den Gewürzen lecker. Ich habe noch keine Sour Cream dazu getan, um jetzt den Geschmack zu verfälschen. Jetzt mal aus dem Opti-Grill. Mal gucken, wie da der Geschmack ist. Konsistenz weicher. Ne? Ihr seht das hier insgesamt noch mehr Flüssigkeit. Ja, um in die Kamera zu schmatzen, schwer zu sagen. Das hier ist ein bisschen weiter durch. Die Pilze sind ein bisschen ledriger. Schmecken aber gut, sind vom Geschmack her intensiver, erstaunlicherweise. Aber, und dafür ist hier der Opti-Grill vom Pilz her angenehmer. So, hier nochmal das Endergebnis mit Sour Cream. Also ich habe mich jetzt doch festgelegt, ich bin auch der Meinung, die aus dem Opti-Grill kommen den Weihnachtsmarktpilzen am nächsten, weil sie immer noch ein bisschen feuchter sind, ein bisschen mehr wie Pilze auch tatsächlich schmecken. Ja. Ich denke, gerade zusammen mit der selbstgemachten Sour Cream, wunderbar, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.